Vermögen des Sängers Florian Silbereisen. Der Volksmusikstar Florian Silbereisen ist nicht nur durch sein Talent, sondern auch durch seine erfolgreiche Ex-Freundin Helene Fischer bekannt. Auch wenn Florian Silbereisen nicht so viel verdient wie Fischer, kann er sich nicht beklagen. Immerhin soll sein Vermögen laut Vermögensmagazin schätzungsweise 8,5 Millionen Euro, Stand Juli 2020, betragen. Silbereisen steht nicht nur als Sänger auf der Bühne. Er verdient sein Geld mittlerweile auch durch schauspielerische Leistungen und ist seit 2002 als Moderator tätig. Er hat eine Rolle in Das Traumschiff übernommen und sitzt als Jurymitglied bei DSDS 2020 neben Dieter Bohlen. Über die Gagen ist nichts Genaues bekannt. Florian Silbereisen, so wurde er zum Star. Schon im Kindesalter hat sich Florian Silbereisens Talent bemerkbar gemacht. Mit 9 Jahren erhielt er seinen ersten Plattenvertrag. Seine musikalische Karriere begann so richtig mit seiner ersten Single Florian und die Steirische Harmonika im Jahr 1991. Damals war der Sänger gerade mal 10. Als Moderator startete er 2002 erstmals beim MDR durch. Dann dauerte es nicht mehr lange, bis er 2004 mit gerade mal 22 Jahren seine erste Live-Moderation einer ARD-Samstagabendshow übernahm. Damit war er Deutschlands jüngster Showmaster. Sein Talent als Schauspieler machte sich unter anderem in dem Film König der Herzen, 2006, bemerkbar. Bekannt ist auch seine Rolle in dem Musical Elisabeth aus demselben Jahr. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr Videos und lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video.